Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Natürlich die Situation in Brüssel, die verschiedenen Parteitagen. Am Wochenende fand wieder erneut die Debatte statt, wie bekämpfen wir am besten den Terrorismus. Es gibt die Vorschläge natürlich mit mehr Militär, mit mehr Kriegseinsätzen. Wir sagen dazu nochmal deutlich unseren Standpunkt. Europa und Deutschland dürfen sich nicht erneut in einen Krieg hineinziehen lassen. Der Terrorismus ist mit mehr Militär, mit mehr Bombardierung oder mit mehr Krieg nicht zu bekämpfen. Wir sagen auch ganz deutlich, es handelt sich nicht um einen NATO-Bündnisfall. Hier wurde kein anderes Land von einem Land angegriffen oder der Krieg erklärt. Wir sagen auch ganz deutlich, es gibt 15 Jahre Krieg gegen den Terrorismus, und dieser 15-jährige Krieg gegen den Terrorismus hat nicht den Terrorismus bekämpft, sondern mehr Terrorismus hervorgebracht. Die Kriege in Libyen, Irak oder jetzt in Syrien haben geradezu den IS und den Terrorismus gezüchtet. Aus diesen 15 Jahren Erfahrungen sollte man doch die richtigen Schlüsse ziehen. Und wir warnen davor, die Falschen zu ziehen, sondern wir raten zur Besonnenheit und zu Maßnahmen, die tatsächlich geeignet sind, den Terrorismus langfristig zu besiegen. Dazu gehört natürlich, dass man insbesondere diejenigen, die die Anschläge verüben, dingfest macht, dass man die Bevölkerung schützt, soweit es geht. Es bedeutet aber auch, dass man insbesondere die Finanzquellen des IS trockenlegt. Warum wir mit der Türkei verhandeln, wie sie Flüchtlinge von uns fernhält, aber nicht mit ihr verhandeln, wie sie quasi den Ölschmuggel eindämmen kann, der die Finanzbasis IS herstellt, dafür habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis. Wir können auch nicht verstehen, wie ernsthaft über den Einsatz der Bundeswehr im Innern nachgedacht wird. Nicht nur, dass hier das Grundgesetz mit Füßen getreten wird, sondern man kann doch praktisch den Mangel an Polizei, der bewusst durch die ganzen Sparmaßnahmen herbeigeführt wird, jetzt nicht durch Bundeswehreinsatz im Innern kaschieren. Das ist völlig der falsche Weg, und wir raten davon ab, hier Verfassungsbruch zu begehen. Ebenfalls gibt es keinen Grund, durch erhöhte innere Sicherheit demokratische Rechte einzuschränken. Die Debatte in diese Richtung ist völlig falsch. Der demokratische Rechtsstaat verteidigt sich gegen Terrorismus oder gegen Angriffe auf seine Existenz nicht dadurch, dass er demokratische Freiheiten einschränkt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Frankreich alles hat, Ausnahmezustand, Vorratsdatenspeicherung, Militär und Polizei können zusammen eingesetzt werden. Es hat sie nicht geschützt vor terroristischen Anschlägen. Deshalb keine Pseudodiskussionen, sondern wirklich offensive Verteidigung der Demokratie. Wir wehren uns auch im Übrigen ganz stark dagegen, dass die Flüchtlingsfrage mit der Terrorismusfrage in irgendeiner Form in Zusammenhang gebracht wird. Das widerspricht nicht nur den Tatsachen, also die Terroristen sind ja im Land selber entstanden und nicht praktisch über Flucht, nur einer vielleicht. Aber egal, auch wenn es andersrum wäre, es gibt keinen Zusammenhang mit Flüchtlingsbewegung und Terrorismus, und diejenigen, die das machen, machen wirklich das Geschäft der Rechten. Damit bin ich auch bei dem Thema Flüchtlinge. Natürlich hatten wir einen CSU-Parteitag und hatten einen Parteitag der Grünen, die natürlich die Flüchtlingsfrage im Zentrum ihre Parteitage hatten. Ich habe übrigens selten erlebt, dass eine Bundeskanzlerin dermaßen düpiert wurde, wie wir das auf dem CSU-Parteitag gesehen haben. Ich denke, wenn wir solch einen Konflikt innerhalb der Linken hätten, dann wäre aber eine ganz andere Medienberichterstattung über die Zerstrittenheit der Linken da. Einen größeren Streit zwischen CSU und CDU habe ich so noch selten mal erlebt. Dabei ist doch Frau Merkel längst in der Defensive.
Sie hat ja die Defensive angetreten. Inzwischen können wir sogar von einer Allparteienkoalition zur Verschlechterung praktisch der Lage der Asylsuchenden und der Flüchtlingen reden, einschließlich der Grünen. Was die Grünen auf ihrem Bundesparteitag gemacht haben, nämlich den Kurs von Herrn Kretschmann zu bestärken, kann man nicht anders bewerten. Die Grünen haben jeden Anspruch, Menschenrechtspartei in diesem Land zu sein, verloren und aufgegeben. Es gibt praktisch eine Allparteienkoalition, die jetzt über Kontingente diskutiert. Wo der Unterschied zwischen Kontingenten und Obergrenzen sein wird, das werden uns die Semantiker bestimmt in den nächsten Tagen erklären. Mal davon abgesehen, dass es kaum möglich sein wird, solche Kontingente in der derzeitigen Situation in Europa einzuführen, geht es inzwischen um nichts anderes mehr, als um den Schutz der Flüchtlinge herunterzusetzen, schneller abzuschieben. Das heißt natürlich in der Semantik der Grünen freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge. Rückkehr klingt ja auch anders wie Abschiebung. In der Sprache der CSU heißt es natürlich schneller und rigoroser abzuschieben. Ich glaube, dass die Sprachregelung auf dem CSU-Parteitag direkt Wasser auf die Mühlen der AfD ist. Es wird nicht die AfD verhindern, im Gegenteil, es wird den Rechtspopulismus und die Flüchtlings- und Ausländerfeindlichkeit erst recht hoffähig machen, also das Gegenteil von dem erreichen, was vielleicht die Absicht ist. Weil wir eine Allparteienkoalition in der Flüchtlingsfrage inzwischen haben, wie gesagt, mit unterschiedlicher Rhetorik. Ich bin schon immer erstaunt, wie es den Grünen gelingt, sich praktisch als Partei zu inszenieren, die Humanität in der Gesellschaft verteidigt, aber in der realen Politik genau das Gegenteil zu machen. Das ist wirklich eine hohe Kunst der politischen Rhetorik, hat aber leider mit der Wirklichkeit ihrer Politik nichts mehr zu tun. Die einzige Partei, die dann eine andere, nicht nur eine andere Sprachregelung, sondern auch eine andere Politik fordert, ist leider die Linke. Mir wäre es im Übrigen lieber, es wäre andersrum. Ich möchte nochmal als Alternativen zu Kontingenten und Obergrenzen den Vorschlag von Katja Kipping und mir erneuern. Wir haben ja schon frühzeitig praktisch eine europäische Umlage gefordert, dass Länder, die nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, dass sie in einen Fonds einzahlen, eine Umlage, und da davon praktisch die Länder finanziert werden, denen mehr Lasten bei der Verteilung der Flüchtlinge aufgebürdet werden, mitbezahlen. Ich glaube, dieser Vorschlag begrenzt eben nicht quasi das freie Bewegungsrecht der Flüchtlinge. Wir wollen den Flüchtlingen nicht zumuten, dass sie in Polen oder Ungarn ihre Asylanträge stellen müssen, wo jeder Mensch doch ganz genau weiß, wie sie dort behandelt werden. Aber dass es in Europa durchgeht, dass wir keine solidarische Lösung haben in Europa, das kann auch nicht sein. Es kann nicht sein, dass Griechenland Druck kriegt, weil es keine Austeritätspolitik machen will und keine Verkürzungen und Verarmungsprogramme und da alle Register gezogen werden, aber dass gleichzeitig völlig akzeptiert wird, dass Länder in Europa nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Wie gesagt, wir haben da den Vorschlag gemacht, der Fluchtumlage, und ich will ihn an dieser Stelle nochmal erneuern. Ich will auch noch mal daran erinnern, dass wir ein 25 Milliarden Investitionsprogramm vorschlagen, das konkret den Kommunen und den Gemeinden oder den Gemeinden und Städten unter die Arme greifen soll. Wir sind nach wie vor dafür, dass der Bund die kompletten Kosten für das Asylverfahren übernimmt, insbesondere auch für die Erstaufnahme und für die dezentrale Unterbringung. Wir brauchen aber auch gleichzeitig ein Programm, das diesen Namen auch rechtfertigt für den sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen dringend bezahlbare Wohnungen, sowohl für Flüchtlinge als auch für andere Menschen, die schon lange bezahlbaren Wohnraum suchen.
Menschen mit geringer Rente oder mit geringem Gehalt oder das geht ja schon in die Durchschnittsverdiener rein, dass hier der Wohnraum nicht mehr bezahlbar sein wird. Wir fordern auch eine Offensive in Bildung, Erziehung und Gesundheit. Das wäre der richtige Anlass, hier deutlich mehr Lehrkräfte einzustellen, deutlich mehr in die Kindertagesstätten zu investieren, damit tatsächlich die Flüchtlinge integriert werden können, aber auch Mängel, die wir schon lange auf diesem Bereich haben, beseitigt werden können. Und wir sagen, dass wir dringend auch einen Ausbau der Beratungsstellen benötigen. Es ist völlig unzumutbar, in welchem Personalschlüssel die Sozialarbeiter zu den Flüchtlingen, die sie betreuen müssen, stehen. Wenn ein Sozialarbeiter 125 oder 130 Flüchtlinge betreuen muss, das ist völlig unmöglich. Die Menschen sind überfordert und können das gar nicht bewältigen. Ich glaube, wir stehen hier einer Zäsur in unserem Land. Wollen wir diese Frage, dass durch die Flüchtlinge die sozialen Probleme in diesem Land deutlicher hervortreten, wollen wir die nach vorne lösen, indem wir eine Investitionsoffensive in das Soziale und in das Öffentliche machen, auch dafür sorgen, dass mehr Personal im öffentlichen Bereich eingestellt wird und haben danach bessere soziale Verhältnisse? Oder wollen wir es nutzen, eine restriktive Politik zu machen, die Flüchtlinge als Sündenböcke darstellt für die sozialen Nöte in diesem Land? Und ich glaube, wir haben die Ressourcen und wir haben die politischen und finanziellen Voraussetzungen dazu, dass wir eine Offensive machen, damit unser Land am Ende dieses Prozesses besser dasteht und nicht schlechter dasteht. Ich glaube, das ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Rechtspopulisten und rechte Kräfte nicht ihr Geschäft auf dem Rücken der Flüchtlinge machen können und damit ihnen nicht zugearbeitet wird. Ich bedauere es ein bisschen, dass gerade die linken Positionen, die in dieser Frage doch rund sind. Wir haben sowohl eine klare Aussage zur Willkommenskultur als auch zur Bewältigung der Flüchtlingskrise so wenig in die Öffentlichkeit kommen. Und wir die einzige Partei sind, die der Allparteienkoalition was anderes entgegensetzt. Wir haben am Wochenende noch eine Botschaft gehabt, die unseren Positionen eher noch mal recht gibt, nämlich dass gerade bei den Erwerbslosen die Armut zunimmt. Ein Drittel der Erwerbslosen inzwischen nicht mehr in der Lage ist, sich 3 Mahlzeiten am Tag zu finanzieren und dass diese Zahl noch einmal um 46.000 oder 48.000 gestiegen ist. Ich halte es für völlig unmöglich, dass in einem reichen Land Armut in diesem Ausmaß entstehen kann und dass Menschen, die in aller Regel unverschuldet in die Langzeiterwerbslosigkeit gehen, praktisch darum kämpfen müssen, dass sie sich überhaupt ordentlich ernähren können in diesem Land. Dieser Zustand muss dringend beendet werden. Wir haben schon lange gesagt, hier wäre das Mindeste, dass die Mindestsicherung hochgesetzt wird, dass die Sanktionen, die die Menschen unzumutbar treffen und ihnen auch noch das Wenige, das Hartz IV noch weiter einschränken, dass die endlich beendet werden. Wir werden da ja auch nächsten Montag eine ausführliche Kampagne dazu vorstellen. Wir haben heute gehört, dass Verdi erneut zum Streik bei Amazon aufgerufen hat. Wir unterstützen ausdrücklich den Streik der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten bei Amazon. Hier geht es um eine zentrale gesellschaftliche Frage, nämlich um die Frage der unsicheren Arbeitsverhältnisse, des tariflosen Zustandes, der Willkür im Umgang mit den Beschäftigten. Amazon ist ein Betrieb, der praktisch Tarif- und Sozialdumping betreibt und damit im Übrigen sich unzulässige Konkurrenzvorteile gegenüber dem Einzelhandel in den Innenstädten verschafft, auf dem Rücken der Belegschaft. Und deswegen ist es mehr als angemessen,
dass die Beschäftigten gleich bezahlt werden wie die Einzelhandelsbeschäftigten, die unter Tarifverträge fallen. Das ist im Übrigen eine Frage, die weit über das Geschäft der Tarifpartner hinausgeht, sondern in hohem Maße eine gesellschaftliche Frage. Wollen wir es zulassen, dass Großkonzerne aus Tarifverträgen flüchten können oder erst gar nicht in welche reingehen, um mit den Mitteln prekärer Arbeit und niedriger Löhne sich Konkurrenzvorteile verschaffen und die soziale Misere in diesem Land noch vergrößern und im Übrigen nicht einmal ordentlich Steuern bezahlen. Deswegen unterstützt die Linke diesen wichtigen Kampf, der gesellschaftliche Ausstrahlung hat, der Beschäftigten bei Amazon.